Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind im zweiten Jahr und machen uns auf dem Weg ins zweite Level. Wir sind am Bahnhof King's Cross und wollen eigentlich mit dem Zug fahren. Aber irgendwie ist die Barriere versperrt und da entscheiden wir doch mal flugs, wir nehmen das Auto. Ah, wir haben den Zug gesucht und direkt gefunden. Und haben Hogwarts gefunden. Und landen in der Weide. Keine gute Idee. Das sieht das Auto genauso. Oje. Und Ronnys Zauberstab ist kaputt. Ja, dann gucken wir mal. Hier ist jetzt ein Topf für einen Trank. Wahrscheinlich. Wir müssen da auf jeden Fall durch, aber die Tür ist noch zu. Ah, hier ist was zum Ziehen. Okay, dann müssen wir jetzt mal die Sachen suchen, die wir für den Trank brauchen. Ah, okay. Hier können wir jetzt ein Skelett zusammenbauen. Und haben den Arm. So. Dann brauchen wir jetzt noch... Na, was ist das? Guck mal, ein Staubsauger. Ein Blumenstaubsauger. Das soll wahrscheinlich Unkraut darstellen, weil es hat ja keine Blüten. Macht komische Geräusche. Ah, da ist... die rosa Blüte oder was auch immer das sein soll. Und jetzt brauchen wir noch, ich glaube, das ist ein Schlangenzahn. Das ist für dunkle Magie. Da ist die Schlange. So, Futtern. Einsammeln. In den Kessel werfen. So, jetzt können wir das Zeug trinken. Bis die auch mal ein Glas mit einstecken haben. Praktisch. So, jetzt sind wir stark für ein paar Sekunden. Und können das Tor öffnen. Und landen im Schulhof. So, hier sind ein paar blaue Münzen. Da ist auch noch eine blaue Münze. Auch. So, dann folgen wir doch mal den Geisterstats. In den Garten. Ins Gewächshaus. Okay. Werden wir schon erwartet. Oh, die Baby-Alraunen. So, Professor Sprout hat uns jetzt gezeigt, was wir machen müssen. Damit uns das nicht die Ohren wegfetzt. Ah ja, genau, da schreit nämlich was. Und dann hält Harry sich die Ohren zu. Und die anderen wahrscheinlich auch, wenn wir mit ihnen dahin gehen. Das heißt, wir müssen da in den Schrank. Und dann bekommen wir Ohrenschützer. Super gut. Damit können wir jetzt so eine Alraune uns schnappen. Konnten die nicht Glas kaputt machen? Ja. Konnten die. So, und dann setzen wir die mal hier in so ein Töpfchen. So, das war Nummer 1.
Da ist Nummer 2. Ah, die anderen halten sich auch so die Ohren zu. Nur, dass man da hingehen muss. Man muss nur mit der Raune hingehen. Das ist noch so ein Glas-Ding. So, ab ins Töpfchen. Und hier ist Nummer 3. Ja. Das Töpfchen. So. Jetzt haben wir den Umgang mit Alraunen freigeschaltet und bekommen dafür einen goldenen Stein. So, wie ihr seht, da oben ist auch noch ein goldener Stein. Da müssen wir aber irgendwas Bestimmtes machen. Aber, wie der Geisterpfeil uns zeigt, sind wir hier fertig. Und müssen zurück. Mal gucken, wo unser Führergeist ist. Der uns sagt... Ach, hier noch gar nicht. Nur ein Pfeil. Er ist bestimmt hier irgendwo. Da ist er. Er sagt uns jetzt, wo es als nächstes hingeht. Darüber. Okay. Ah, da kommen wir aber nicht durch, weil da eine kleine Alraune steht. Da ist ein Schrank. Ach, wir werden von Colin Creevy verfolgt, der schon Fotos von uns macht. Kommen wir hier durch, ja. So, dann holen wir uns mal die Alraune. Jetzt weiß ich nicht, ob man die auch nochmal benutzen kann, wenn wir die schon eingepflanzt haben. Deswegen, falls nicht, machen wir das jetzt mal direkt hier. Man kann nämlich mit der diese Glas-Sachen hier kaputt machen. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Und hier ist eins. Und jetzt Nummer 2 von 5. Da ist Nummer 3 von 5. Da ist Nummer 4. Aber wo ist Nummer 5? Ah, hier vorne direkt. Da bekommen wir einen Charakter. Den können wir eigentlich schon mal mitnehmen. Einen Hufflepuff-Jungen. So, damit sind alle begeistert und wir können weitergehen, weil die den Weg frei gemacht haben. So, dann geht's hoch. In eine der Hallen. Was macht der denn da oben? Aha, okay. So, mal gucken. Wir müssen hier in die nächste Halle. Ah, da oben. Hier ist jetzt... Ah, wir haben keine Ohrenschützer mehr. Dann müssen wir mal gucken. Hier ist bestimmt irgendwo ein Schrank. Da oben. Ach, immer ist der Filch im Weg. Unser Paparazzi folgt uns auf Schritt und Tritt. Spannend. So, da haben wir die kleine Alraune, ne? Dann können wir hier mal das Fenster kaputt machen. Damit wir hier hochkommen. Wir sind jetzt auch noch Sachen kaputt zu machen. Man braucht 6 Glasteile. Aber ich würde sagen, wir setzen die einfach mal ab und gehen weiter. Dann läuft die nämlich zurück an ihren Ausgangspunkt und wir können das später machen. Und besuchen jetzt mal die erste Unterrichtsstunde von unserem lieben Gilderoy Lockhart.
Und er zeigt uns, wie man Wichtel besiegt. Nur leider sind die Wichtel irgendwie schlauer als er. Was ja nicht verwunderlich ist. So. Wenn wir X drücken, können wir mit auf Objekte zielen. So. In eine Blase und nochmal B. Ich glaube, wenn wir nur B drücken, dann macht er das automatisch. So. Wichtel Nummer 3. Das fand er gut. Na, er ist so ein Trottel. Und ein Feigling. Tja, gutes Aussehen ist nicht alles. So, jetzt müssen wir hier noch 5 von den... Oh, wir haben... wir haben Ron in eine Blase gepackt. Schon wieder. So, 3 haben wir schon. 4. Ach, Bonnie. Nicht im Weg stehen. Ach, Hermine auch. So, jetzt. Nummer 5. Damit haben wir den Zauber Immobilus freigeschaltet. Dafür gibt es auch wieder einen goldenen Stein. So. Dann geht's weiter. Wir sind immer noch nicht im Level. Mal gucken. Ne, da nicht. Kann hier runterspringen? Ah ja, kann man. Ah, da ist wieder die Alraune. Ja, wie ich gesagt habe, an ihrem alten Platz. So, Sir Niklas. Wo geht's lang? Da lang. Ah, wieder zurück. Spinnen. Mit Koffer. Spinnen mit Koffern und Kisten. Das sieht aus, als würden die ausziehen wollen. Oh, Mrs. Norris. Das war wohl nicht nett. Ah, Fox ist auch schon mit dabei. Ach, die arme Mrs. Norris. Naja, Marsch, Marsch aufs Zimmer. Natürlich hören wir wieder nicht. Und gehen mal auf die Ländereien. Und hinten aufs Quidditch-Feld. Zumindest Richtung Quidditch-Feld. Und dann... Ach, da warten sie schon alle. Also gibt es wohl ein Turnier. Ja, da ist der Pfeil. Oh, wir sind zu spät. Dabei haben wir uns so beeilt. Ja. Und wieder spielen wir gegen Slytherin. Oh, und Harry wird von einem Klatscher verfolgt. Der die Einrichtung kaputt macht. Oh. Ah, der Dobby. Sowas aber auch.
Dann wollen wir uns mal beeilen. Halt! Nein! Aufhängen! So. Da wurde der Klatscher. Was ist das denn? Achso. Das ist so ein Springding. Aber wir hätten erst den blauen Stein holen sollen. So, Dobby. Jetzt gibt's eine drauf. Noch eine? Nee. Okay, dann muss Hagrid hier mal ziehen. Ah, da kommen die Zauberer-Cheerleader runter. Dann können wir doch hier bestimmt mal an denen vorbei. Weiter. So, Dobby. Der nächste. So geht das nicht. So, Hagrid kann das nicht. So, da Wichtel. Gucken wir mal. Wenn wir die Wichtel wegmachen, dann geht das auf. Achso, das sind Pflanzen. Dann müssen wir den Zauber. Dann gehen die weg. Und da ist der goldene Schnatz. Ah. Da kam der Klatscher und hat uns ein paar Teile zum Zusammenbauen gebracht. Und damit bauen wir uns eine Treppe und können hier hoch. Was, Dobby? Ah! So. Was machen wir damit? Hier dran wahrscheinlich. Ah, damit haben wir ein Gewicht aufgehängt und das Tor geht auf. So, da ist Bobby wieder. So. Jetzt haben wir ihm das dritte Herz von 5 abgezogen. Und er hat sich wieder versteckt. Dann brauchen wir hier oben mal Hagrid. Er muss da dran ziehen und dann... wird ein... Was soll das sein? Gargoyle freigelassen. Und wir bekommen Steinchen. Einmal ein Stück weiter vorhin bauen. Und gehen dann da drauf. Ja. Damit haben wir eine kleine Treppe. Na los, Ronny. Hoch da. So. Ah, direkt das Richtige getroffen. Mit Dobby drin. So, das war Herz Nummer 4. Und Dobby ist weg, ja, in dem Fass. Wenn er nicht so klappern würde, wäre das einfach. So. Das sind aber echt freche Wichtel. So. Geht das jetzt runter, ja? So. Und? In dem Fass? Nochmal. Griff mal das Fass. Bonnie. Ah, okay. Wir müssen nicht das Fass anschießen, sondern umkippen und ausschütteln. Dann kommt da Dobby raus und wir können ihm sein letztes Herzchen nehmen. Und er hört auf, Harry zu ärgern. Und Harry hat die Chance, den goldenen Schnatz zu fangen. Man hat ihn doch noch ein Klatscher getroffen. Und er ist abgestürzt. Und hat sich den Arm gebrochen. Na super. Nein! Oh! Gilderoy. Sowas aber auch. Ja. Selbst die Krankenschwester sagt, dass er ein Trottel ist.
Ah, und der Zaubertrank ist leer, der Harrys Knochen wieder wachsen lassen soll. Jetzt müssen wir hier die drei Teile sammeln. Da ist ein Skelett. Können wir hier mal... Ah, oh, doch nicht die... Wie krieg ich denn... Nee, dann ist das vielleicht nicht das Skelett. Ah, ich weiß, wir kamen nicht an den Schrank, weil wir ja das silberne Ding noch nicht kaputt machen konnten. Aber die hat ja eine Haube auf. Deswegen macht ihr das... Ey. So. Deswegen macht ihr das nämlich gar nichts aus, dass das hier so ein Schreihals ist. Und eigentlich nervig. Man kann den tragen. Einfach so. Und dann können wir... Ja, hier sind ganz viele in diesen Glasdingern wieder. Hier auf dem Nachttisch. Eigentlich auch so ein... Konnte man das nicht auch kaputt machen? Ja, irgendwie nicht. So, aber... wir heben uns das auf. Und machen das, was wir brauchen. Und zwar hier vorne das Glasteil. Und damit können wir diese Blume mitnehmen. Und schon mal in den... Hey, nicht anzaubern, reinwerfen. Ah, okay, wir müssen dem Skelett erst den Kopf aufsetzen. Diese tanzenden Skelette. Ja, ist gut. Ah, okay. Das ist dir wohl auf die Nerven gegangen. Aber damit haben wir den Skelettarm. So. Aber da Madame Pomfrey ja Zauber benutzen kann, oh. Nicht Hermine anzaubern, da. Und die hätte uns auch den Schrank aufmachen können. Kann die denn das Schloss kaputt machen? Hm. Hm. Wie kommen wir denn jetzt da raus? Da draußen war noch die Spinne, oder nicht? Ah! Damit vielleicht. Ne, irgendwie nicht. Ist aber auch nicht der richtige. Hm. Das ist ja der für die silbernen Steine. Aber wer macht denn die... Vielleicht müssen wir hier doch noch irgendwas kaputt machen. Pflanzen wieder zum Blühen bringen. Aber irgendwie hilft uns das nicht weiter. Hm. Nehmen wir dann nochmal das kleine Vieh mit. Ah, das können wir da in den Topf setzen. Wo die... Und der hat das ja gegossen. Mal gucken, vielleicht passiert da ja was. Nee, und... Mehrmals vielleicht gießen? Hm. Da passiert nichts. Dann machen, finden wir auch nichts.
So ein Mist. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Ja, dann sammle ich hier mal ein bisschen was ein. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja durch Zufall raus, wie es ging. Irgendwie musste man doch diese blöde Tür. Ah! Jetzt habe ich das Bett aufgehoben. Da waren Teile drunter von einer Ritterrüstung. Und der Ritter öffnet uns die Tür. Sehr galant. Damit sind wir hier drüben. Da ist jetzt ein Spinnennest. Nest. Ein Spinnennetz. So, das können wir nicht machen. Dafür brauchen wir den Kobold. Können wir auch nichts machen. Aber Hermine kann bestimmt was an dem Schrank machen. So, schön merken. Das, das, das und das. Und damit kommt hier was raus, was wir zusammenbauen können. Ein Rollstuhl. Boah. Was bringt uns das? Wir können damit rumfahren. Ah ja. Hier ist eine Klinge. Wir brauchen immer noch die Spinne. Konnte man das jetzt nicht anschießen? Ah, da ist ein Besen. Mit dem Besen konnte man das wegfegen. Und dann kommt die Spinne und baut ein neues. Und dann konnte man die rausschießen. Einsammeln. Wieder rübergehen. Und, na, in den Topf werfen. Und damit haben wir neuen Zaubertrank. Dann kriegt Harry wieder einen neuen Arm. Scheint nicht so lecker zu sein. Aber sehr effektiv. Oh nein. Unser Paparazzi. So. Was war das denn als letztes? War das der Duellierclub, wo sie sich jetzt entschieden haben hinzugehen? Dann sehen wir den ja in der nächsten, im nächsten Level. So, goldener Stein fürs abgeschlossene Level. Und damit beenden wir das hier. Sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir dann in den Duellierclub kommen. Bis dann!